Let's go. Kräftemesse starten. Viel Glück und viel Erfolg, Junge, in Runde 7. Oh, schöne Arena. Also mich wundert das, dass wir noch keinen Share-Grad hatten, ne? Also, ja gut, ich spiele halt nicht mit. Wenn ich mitspielen würde, ich würde jede Runde immer Share-Grad kriegen. Deswegen finde ich das ganz geil, dass wir diese Arena jetzt hier haben. Das wäre natürlich auch eine ideale Arena für Boomy gewesen, ne? Also das ist ein bisschen unlucky, aber was soll man machen, ist alles random. So, wir haben auf dieser Seite hier, haben wir Harald auf seinem Rest of Druid zusammen mit Unholy DK Insane und Machine Gun Elemental Shaman Rungo. Das ist jetzt sein Spitzname. Ich hoffe, der nennt sich vielleicht auch irgendwann mal um. So, und auf dieser Seite haben wir Titelverteidiger Rexley Snipes zusammen mit Halunke und Snoopy. Ich wünsche natürlich allen Teilnehmern auch in dieser Runde sehr viel Spaß und viel Erfolg. Und wir haben jetzt hier ein Details. Ich weiß nicht, können wir das sehen? Vielleicht muss ich das hier einmal ausblenden. So. Das können wir noch vielleicht größer machen, ne? Soll ich das hier mal hinpacken? Ist das hier gut so? Scheiße. So. Okay. Rexy Snipes hat hier schon seine Statue gestellt. Free Harald kommt mit einem Rakestun und einem Klon rein und da wird gleich Damage geballert, ne? Sieht aber noch ganz gut aus, Halunke. Snoopy, okay, die droppen jetzt auf einmal gefährlich, Leute. Der Damage kickt ja auf einmal rein, ne? Wir sehen hier auch, vielleicht muss ich das einmal resetten, ne? Vielleicht, oh, scheiße, scheiße, scheiße. So, wir sehen hier Snoopy mit viel DPS. Ach du Kacke. So. Jetzt läuft's aber. Junge, das kann alles halt passieren. Insane. Dropped low. 50% live. Und hat Schwierigkeiten hier, den zu toppen. Leg Sweep nochmal auf Insane. Snoopy kriegt hier einen Hodge rein. Auf seinen Clone Car. Snoopy gefährlich low. Sittet jetzt ein Bären, kriegt hier einen Cocoon von Rexy Snipes reingedrückt und spammt erstmal die Clones, um hier ein bisschen Schaden rauszunehmen und nimmt erstmal Insane raus. Rungo hier, unser Elementarschamane, im Mame, droppt auch wieder gefährlich, lo! Und das schafft Harald nicht mehr, den zu toppen. Junge, jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Junge, also das geht ja immer so schnell. Warte, muss ich das jetzt hier? Ich setze das jetzt jede Runde einfach immer zurück. Dann ist das, akkurat, sag ich mal. So. So, Free Harald. Ist hier mal Target? Okay, das sieht man immer selten. Snoopy droppt low. Harald kriegt hier jetzt einen Stun rein. Muss sich selbst healen. Ach du Scheiße. Kriegt hier eine Mealybub von Halunke reingeschmissen. Und kann das überleben, aber nicht, natürlich nicht ohne seinen Tree gepoppt zu haben. Um hier den Schaden abzuwenden. Und das ist natürlich das, was ich jedes Mal sage. Auch wieder so eine Sache, dass die Swaps auf einen Resto-Druid immer auch zwischendurch hilfreich sind. Erstens, um halt Mana zu burnen und halt auch irgendwie ist das Details nicht gut, ne? Das ergibt irgendwie keinen Sinn, oder? Kann das sein? Ja, aber da steht halt 42 Millionen. Also irgendwas ist schon wieder hier mit dem Details zu wild. Snoopy einfach zu gut, ja. 92 Millionen DPS. Geil, scheiße. Ich blende das hier erstmal auf, so wird die Kamera buggt.
Und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, das ist... Also ich weiß auch nicht, wie das... Der macht 200k DPS und frisst die einfach, ja. Das ist heftig, das ist echt heftig. Also er also man merkt auch, also das ist kein leichter Gegner, ne? Rongo, hier. Stun, dropped low. So, jetzt wollen wir uns mal wieder fokussieren. Kann aber von Rex die Snipes hier gut getoppt werden. Der sitzt aber gerade im Klo und kann keinen Schaden machen, also kein Heal. Kommt raus und schmeißt gleich den Cocoon. Da, und das ist ja das, was Snoopy auch immer sehr, sehr gerne und auch gut macht, ist, sobald ein Dev-CD gezogen wird, der swappt einfach rüber. Der swappt, schmeißt einen Clone, wechselt den Clone auf den Heiler und das ist natürlich maximale Pressure, was die Leute hier aushalten müssen, ne? Free Harald da oben, richtig safe mit seiner Baumparty am Heilen, springt jetzt noch mit rein mit einem Bash und versucht nochmal einen Clone anzusetzen und den einen oder anderen Kick zu faken. Da kommt der Blind von Halunka auf Snoopy und Harald, vielleicht gar nicht so schlecht an diesem Punkt, weil Rungo droppt wieder gefährlich low, kann aber jetzt wieder getoppt werden von unserem Fist Reaver. Und aber das Team von Harald, ne, das ist alles full life momentan. Insane dropped low. Barkskin ist raus, Iron Bark ist raus. Plus Gelassenheit. Junge, Junge. Anti-Magic Shield auch nochmal gezogen für die Sicherheit. Ist wichtig. Und jetzt ist Halunka Rungo. Sehr low. Oh mein Gott. Da hat es Rungo erwischt. Da hat es Rungo erwischt. Aber das geht manchmal schneller, als man gucken kann. Ne? Junge, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ich weiß nicht, warum er das nicht anständig trackt. Das kann ich nicht sagen. Gesamtdaten oder so. Gucken wir nochmal. Das ist richtig, Bro. Okay. Na gut, dann will ich nichts gesagt haben. So, Harald sucht sich hier wieder seinen Sweet Spot oben auf der Balustrade. Und Halunke droppt schon wieder low, ne? Also das ist auch echt heftig. Bubble gezogen hier von Halunke. Und Rexy Snipes, unser Fist Reaver, ne, der geht halt natürlich auch richtig rein, Alter, macht hier den Damage. Also ich finde das geil. Ich finde das gut, dass wir so viel Variety haben, dass wir nicht... letztes Mal hatten wir, glaube ich, 3 Monk-Healer und alle haben irgendwie Mist Reaver gespielt. Das finde ich gut, dass wir jetzt mal ein paar mehr Heiler als Auswahl haben. Insane! Gefährlich low hier. Kriegt hier den Cocoon von Rexy Snipes ab. Und dann kommt auch gleich der Swap auf Halunke, ne? Der droppt auch gleich wieder unter 50%. Rungo castet hier die Frogs an, um ein bisschen Schaden rauszunehmen. Oder den Heiler zu CC'en. Und das ist auch... Harald ist halt natürlich auch... Der hat seine Mates voll gehottet und findet halt zwischendurch Zeit, reinzugehen, Bash zu verteilen, noch den einen oder anderen Klon zu schmeißen. Und das ist natürlich big. Halunke low, Rexy Snipes im Clone. Und da ist Halunke tot. Also das ist gerade halt auch 2 Druiden im Team. Wie willst du da alle Clones abfangen? Ne? Also irgendjemand frisst früher oder später halt einen Clone. Und so. Das macht das Ganze natürlich richtig schwer. So. So, Harald und Snoopy zusammen mit Halunke. Harald wieder auf seinem Weg zum Sweet Spot da oben. Hat sich aber nochmal umentschieden und ist dann natürlich mit dem Charge into Rakes, dann into Clone reingegangen. Und Insane kriegt hier erstmal wieder schön auf die Mütze, ne? Junge, 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 Snoopy droppt low. Insane immer noch low. Rexley Snipes hat so ein bisschen Schwierigkeit, seinen Teammate wieder zu toppen. Und ich hoffe natürlich nicht, dass das jetzt so früh schon der Cocoon ist. Aber wir haben hier auch schon wieder Double Boomy, ne? Und was ist da passiert? Ach du Jemine. Junge, das war einfach zu viel Schaden wahrscheinlich an dieser Stelle. Junge, Junge, Junge. Also das ist echt eine wilde Sache. Ich muss mal kurz meinen Schuh zubinden. Aufgehört.
So. Nächste Runde. Junge. Snoopy geht einfach 6-0. Ja, das kann gut sein. Also, der ist heiß. Der ist echt heiß. Aber der hat wahrscheinlich auch gesehen, dass das mit Rungo ein knappes Battle wird. Und ich glaube, dass er sich da nochmal extra anstrengt, ne? So, Rakes dann auf Rungo. Harald hier die Heals am Poppen und so weiter und so fort. Junge, Junge, insane dropped low. Harald in Cap. Into Mame. Und Snoopy castet gleich den Clone an. Okay. Junge, Junge, Knockback von Rungo. Rungo 50%. Also Rungo und Insane droppen beide low. Insane jetzt ganz gefährlich low. Kriegt Rex die Snipes das hin, dass du da. Und da ist auf jeden Fall der Cocoon. Der musste da auch gezogen werden. Das war zu viel Damage und Halunke. Man sieht da nur noch die Hammer fliegen von dem goldenen Vieh, was da durch die Arena prescht, sag ich mal. Und Clone of Free Harald wieder. Snoopy geht rein. Und jetzt kommt der Stun. Clone of Halunke. Stun auf Rungo. Das wird nochmal recloned. Und Rungo wird jetzt rausgenommen. Und Halunke ist jetzt Target. Und das sind natürlich die Plays, die du machen musst, wenn du mit einem Fist Reaver spielst. Weil das nimmt Schaden raus. Und sorgt natürlich dafür. Und das nimmt natürlich Damage raus und sorgt dafür, dass der Fist Reaver wieder alles toppen kann. Sorry, hatte kurz einen Hirnaussetzer. So, insane. Drop wieder low. Kriegt den Stun vom Pet vom Elementarschaman. Der geht in Mame und Snoopy ist schon wieder am Clone-Spam. Junge, Alter, das kannst du dir nicht vorstellen. Halunke, Full Clone, Harald, Leg Sweep. Aber beide Teams einigermaßen getoppt, ne? Ich nehme, wie die Leute immer hochfliegen von dem Dispel. So, wie geht's weiter? Insane, wieder getoppt. Rungo. Ein bisschen angekratzt. Rexy Snipes ein wenig im Mana-Vorteil gegenüber Harald. Und der hat halt natürlich kein Anregen mehr, was das Ganze noch schwieriger macht. Da ist aber Pre-Cocoon raus auf Insane, bevor der Clone Rexy Snipes gehittet hat. Also das Team ist auf jeden Fall momentan fein soweit. Aber wird das jetzt hier ein Mana-Game? Ich meine, wir haben keine großen Defensive-Cooldowns mehr. Und Rungo droppt gefährlich low. Und das frisst natürlich jetzt richtig Mana von Harald, der jetzt im Tree sitzen muss und die ganze Zeit die Heilung spammt. Insane low. Ach du Scheiße. Und stirbt. Da hat Harald und Ruder nochmal rumgerissen. Und das war hier auch die letzte Runde. So, ich mache wieder einen Screenshot. Bup, bup, bup.